Hallo liebe Kinder und wer sonst noch zuschaut. Heute ist es endlich soweit. Wir haben den 24. Dezember. Das heißt, das Christfest beginnt. Heute ist Heiligabend. Ich möchte euch zuerst mal unsere Rose von Jericho zeigen, die wirklich ganz toll aufgegangen ist. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Entstanden aus diesem vertrockneten Knäuel. Aber da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Heute möchte ich euch die Weihnachtsgeschichte erzählen mit dem Kamishibai. Das Kamishibai beginnt. Tagelang sind die beiden schon im Gebirge unterwegs. Maria erwartet ein Kind. Und Josef, ihr Mann, ist unruhig. Jeden Tag kann es geboren werden. Da wären sie lieber zu Hause geblieben. Doch der Befehl des Kaisers lautete, jeder gehe in seine Geburtsstadt. Auf diese Weise will der Kaiser die Menschen in seinem Reich zählen. Anschließend kann er dann seine Steuereinnahmen berechnen. Ausgerechnet jetzt, da die Geburt für Maria kurz bevorsteht, müssen sich nun beide nach Bethlehem auf den Weg machen. Aus dem Norden des Landes bis in den Süden, das ist eine lange Reise für eine schwangere Frau. Zuerst hatte Josef geschimpft und gesagt, wir gehen nicht. Aber die römischen Soldaten passten auf, dass jeder dem Befehl gehorcht. Immer wieder schaut Josef seine Frau an. Er macht sich große Sorgen um sie und das Kind. Endlich kommen sie in Bethlehem an. Es ist schon Abend. Die meisten Menschen schlafen bereits. Wo sollen sie jetzt noch eine Herberge finden? Maria ruht sich am Brunnen aus. Josef klopft an einige Haustüren, aber entweder schlafen die Leute schon, oder sie wollen so spät keine Gäste mehr aufnehmen. Dann aber hat Josef doch Glück. Das Haus ist zwar voll, aber der Mann bietet ihnen einen Platz in der Scheune an. Da können sie die Nacht bleiben. Die beiden sind froh, wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben. Und warm ist es in dem Raum auch. Josef legt ein wenig Stroh zurecht und bereitet das Tuch darüber. Die beiden schlafen sofort ein. Mitten in der Nacht weckt Maria ihren Mann. Ich glaube, das Kind kommt, sagt sie. Und Josef begreift erst nicht. Das Kind kommt, sagt Maria noch einmal. Josef sieht, wie Maria sich den Bauch hält. Sie hat Schmerzen. Josef rückt Maria das Stroh und das Tuch zurecht, holt Wasser aus dem Brunnen. Wenn nur alles gut geht, denkt er. Er hat Angst, etwas falsch zu machen oder Maria nicht richtig helfen zu können. Aber dann hört er den ersten zaghaften Schrei des Kindes. Josef legt das Kind auf Marias Bauch. Es ist so, wie der Engel gesagt hat, bemerkt Maria. Es ist ein Junge. Und er soll Jesus heißen. Ob er wirklich ein König sein wird? Plötzlich geht die Tür auf. Maria erschrickt. Ein paar Männer stehen in der Tür. Ihre Gesichter sind mit Bärten zugewachsen. Sie tragen schmutziges Leinen und Fell als Kleidung.
Ganz vorsichtig kommen die Männer herein. Irgendetwas von Engeln und Licht erzählen sie und sie wollen den Heiland sehen. Dann knien sie vor Maria und dem Kind. Es wird ganz still im Raum. Bevor die Männer gehen, lassen sich Maria und Josef noch einmal genau erzählen, was draußen geschehen ist. Wir sind die Schäfer, berichten die Männer. Plötzlich wurde es in dieser Nacht ganz hell. Ein Bote ist erschienen. Der hat uns gesagt, heute Nacht ist euch der Retter geboren, hier in Bethlehem. Er hat auch beschrieben, wie wir ihn finden können. Dann war die Nacht voller Musik, ergänzte ein zweiter Schäfer. Von überall her kam Gesang. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und ein dritter Schäfer fügte nachdenklich hinzu. Ich stelle mir das so vor. Wenn der Junge groß ist, wird er vielleicht wie ein guter Hirte für die Menschen sein. Und als Hirte wird er darauf achten, dass die Menschen friedlich leben können. Schließlich nehmen die Schäfer ihre Holzstöcke und gehen leise wieder in die Nacht hinaus. Maria kuschelt sich an Josef und schaut auf das Kind in ihrem Arm. Das wird ein guter Hirte sein. Ein Menschenhirte. Das war die Geschichte von Jesu Geburt. Und jetzt wünsche ich euch, eurer ganzen Familie, ein frohes Weihnachtsfest. Tschüss!